Biel Barceló hat immer seinen Fotoapparat dabei, wenn er am Ballermann unterwegs ist. Das, was er dokumentiert, ist die traurige Seite von Palma. Bierdosen und Schlimmeres überall und randvolle Eimer mit hochprozentigem. Urlaub im Promillerausch. Biel Barceló erlebt das jeden Tag. Die Betrunkenen, die Pöbeleien. Er wohnt hier und kämpft um das Ansehen seiner Stadt. Hier in Palma sind hauptsächlich deutsche Touristen, die Party machen wollen und sich betrinken. Wir erleben einiges. Zum Beispiel das hier. Du warst schon wieder hässlich. 1, 2 Bier und du bist wieder schön. Saufen, Party. Na, ist so. Wer hier einen Urlaub bucht, dann muss man das in Kauf nehmen. Das ist halt hier Partyort. Das gehört dazu. Party und Feiern, ja. Aber das hier ist kein Spaß mehr. Prügeleien zwischen deutschen Touristen am helllichten Tag, aufgenommen mit einem privaten Handy. Solche Szenen sind kein Einzelfall. Ich kann mit meinen Enkeln nicht mehr hier am Strand spazieren gehen. Ich möchte nicht, dass sie solche Szenen sehen. Mich stört das. Da sind dann 4 oder 5, die zu viel getrunken haben. Urlauber, die sich so daneben benehmen, nennt der Bürgermeister von Palma Abschaum und meint damit vor allem die Deutschen. Er sieht die Herkunftsländer in der Pflicht und lädt die deutsche Konsulin zum Krisengespräch. Sie betonen, es handle sich nur um eine Minderheit, die sensibilisiert werden müsse. Wir wollen gemeinsam eine Benimmkampagne starten und deutlich machen, dass hier bestimmte Regeln respektiert werden müssen. Wir wollen keinen Sauftourismus, keinen aggressiven Tourismus, keine Arrestzellen für Betrunkene. In den Trinkhallen am Ballermann stößt dieser Paradigmenwechsel auf wenig Gegenliebe. Wenn der Abschaum, der denen ja das ganze Geld einbringt, nicht mehr da ist, dann wird Mallorca und auch der Bürgermeister schon ein ziemlich großes Problem haben. Und manch ein Reiseunternehmen wirbt ganz direkt für den Sauftourismus. Eine Stellungnahme dazu gibt es nicht, die Seite wurde mittlerweile gelöscht. Doch das Image vom Ballermann als Party- und Besäufnishochburg ist so schnell nicht zu verändern. Und ob einfache Benimmregeln die Lösung gegen solche Bilder sind, viele haben da Zweifel. Nur massive Polizeipräsenz könne helfen, sagt ein Hotelbesitzer. Aber so viele Polizisten gäbe es gar nicht in Palma.